Ja, wir bereiten uns vor. Wir machen eine kleine Tour. Michael hat durch meine Krankheitsgeschichte gerade Zwangsurlaub. Und von daher wollen wir die Zeit auch nutzen und ein bisschen rausfahren. Ich brauche auch mal ein bisschen Abwechslung. This is my story, raised in a small town, trying to burn out in glory. This world that was my surrounding, my heart screamed out for more. It's the storm inside that's breaking my heart each morning while it keeps it going. It's been driving my life into both joy and sorrow. There's still a long way to go. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Wir befinden uns hier ganz in der Nähe von unserer Heimatstadt Cottbus auf dem Stellplatz in Lieske. Das ist am Sedlitzer See. Ihr verzeiht mir, wenn ich die Sonnenbrille aufsetze und damit ich euch nicht so anblinzle. Ja, vorab erstmal ein herzliches Dankeschön für eure lieben Genesungswünsche, die ihr mir auf Instagram gesendet habt. Mich hat es ja leider umgehauen beim Geburtstag vom Stefan. Es geht mir etwas besser, aber es ist noch nicht perfekt. Deswegen sind wir auch mal ein bisschen weggefahren, raus, abspannen, ein bisschen zur Ruhe kommen, weil dann geht es nochmal ab ins Krankenhaus und ich hoffe, dass es dann danach aufwärts geht und mein Steinchen dann raus ist. Wie hat jemand geschrieben, das fand ich ganz lustig, wir sind steinreich. Michael mit Galle, ich mit Niere. Also von daher kann man es auch positiv sehen. Aber jetzt wollen wir mal zum eigentlichen Thema kommen, weil wir nutzen heute mal die Zeit und wollen euch mal so ein paar kleine Produkte vorstellen, die uns so ans Herz gewachsen sind in der letzten Zeit, die man wirklich gut gebrauchen kann, also unserer Meinung nach. Und von daher nutzen wir jetzt mal die Gelegenheit und möchten euch das mal zeigen. Wenn die Hintergrundgeräusche ja da zugegen sind, da kann man jetzt nichts dafür, ist ein bisschen laut gerade, Flugzeug fliegt hier andauernd drüber. Ich hoffe, es ist einigermaßen zu verstehen. Also dann wollen wir mal anfangen mit unseren Produkten. Wir machen auch keine Platzierung etc., welches Produkt am besten ist, sondern einfach die Produkte, die uns halt so ein bisschen am besten gefallen, woran wir immer wieder Freude haben, wenn wir sie benutzen. So, zum einen haben wir hier, fangen wir mal damit an, das haben wir geschenkt bekommen, das gibt es auch nicht zu kaufen. Das ist, das muss ich erst mal gucken, wie rum. So, da kann man die einhängen und kann die dann praktisch überall ranmachen, wo man sie möchte. Ein Lämpchen. Und das haben wir abends auch immer an, dann sieht man, dass wir zu Hause sind. Und da haben wir schon sehr viel Freude dran gehabt. Vielen lieben Dank an die, wie sagt man, Schenker? Spender, Schenker etc. Ihr wisst schon, wir haben sehr viel Freude damit. Dankeschön. Ja, dann haben wir uns noch ein Lämpchen gekauft. Das habe ich unterwegs gesehen, als ich bei Michael war in Kirchberg bei Reisemobile. Ich glaube ABB hießen die. Die hatten das gehabt. Normal gibt es die Dinger also auch von Olight. Aber das ist hier wesentlich günstiger gewesen.
und stand da noch ein einzelnes herum und dann habe ich das halt einfach mitgenommen. Das kann man genauso einhängen, also das ist halt ein bisschen heller, wenn man mal jetzt abends draußen sitzt, spendet das etwas mehr Licht. Kann man hier also auch reinhängen, also auch wunderbar, ist halt etwas heller. So, und weil wir jetzt gerade so schön beim Licht sind, dann will ich euch noch die beiden kleinen Kugeln hier zeigen. Die gibt es in verschiedenen Größen. Die sind von Olight und sind jetzt ganz billig, muss man dazu sagen. Die machen verschiedene Farben, also wenn man drauf drückt, verschiedene Stufen von der Helligkeit und auch noch verschiedene Farben und so kleines Disco-Licht und tralala. Braucht man eigentlich alles gar nicht. Das ist noch so eine ältere Version, die habe ich auf Amazon gekriegt und die macht nur also normales Licht. Einmal anmachen, einmal ausmachen und dann hat man wirklich ein schönes diffuses Licht. Hat zwei Helligkeitsstufen und die ist hier so ein bisschen mit bunt, rot, grün, tralala. Also man braucht es nicht unbedingt, aber gut, ist halt so ein Feature, was halt ganz nett ist. Und die kannst du halt, eben, wie gesagt, überall so ranmachen. Wir haben sie halt innen drin im Schlafzimmer bei uns, unten an der Leiste, weil das Licht von Malibu, die LED-Lampen, die sind sehr hell und blenden. Und das macht ein super Licht. Und dann kann man die mit diesen Magnetplättchen, gibt es also von der Firma auch dazu, oder halt eben die hier von Steel, macht man die ran. Unten an die Leiste und dann kann man die schön überall ranklippen, wo man sie haben will. Und also die finden wir echt cool. Die sind wunderbar abends, wenn man noch ein bisschen lesen will oder so. Sind die echt klasse. Ja, dann, was haben wir noch? So, diese Karonghaken hier, die haben wir auch ganz gerne. Die haben wir so im Bad drin. Kann man überall Tücher ranhängen und so weiter, sieht man nicht, sind durchsichtig, halten super gut. Ich blende noch mal ein Foto ein und die haben wir halt auch sehr viel genutzt, wobei wir jetzt aber auch, das muss ich dazu sagen, wobei wir jetzt auch viel auf diese Haken hier umgestiegen sind, die von Steel, die kannst du halt überall ranmachen und drin haben wir dann auch noch so eine Leiste, als Garderobenhaken, man kann dann einzelne auch an diesen Plättchen hier, Metallplättchen, die kann man überall anbringen, wo man sie möchte. Ich zeige es nachher nochmal drin im Auto und da kannst du die dann ganz variabel irgendwo dran machen, kannst mal eine Jacke irgendwo hinhängen oder halt eine Tasche ranhängen und so weiter. Also ich nutze die richtig vielseitig. Die sind richtig cool, die Dinger, und wir sind immer jetzt mehr auf die umgestiegen, weil die einfach so vielseitig einsetzbar sind, dadurch, dass die so flexibel, dass man die flexibel irgendwo ranhängen kann. Also das ist schon echt genial. Also ich mag die total gerne. Ja, und zu allem gibt es dann immer auch von Steel dazu so Plättchen oder auch kleine Schienen. Da zieht man die Folie ab, das ist dann Edelstahl unten drunter. Das ist die Black Edition, wer es gerne in Schwarz mag. Und ja, da kann man die dann halt... Au! Aua, ich habe mich eingeklemmt. Aua. Ich habe mir nämlich gerade die Finger eingeklemmt, die sind echt heftig. Die halten wirklich. Da könnt ihr die Jacke, alles ranhängen, die sind so krass. Ja, also die finden wir auch super. Dann habe ich mir noch ein Gewürzregal besorgt. Das ist jetzt allerdings nicht von Steel, aber die Schiene, wo es ran gesaugt wird praktisch, die ist von Steel. Das zeige ich euch nachher drin. Ist auch magnetisch und hält super. Also ich brauche es noch nicht mal abmachen während der Fahrt, sondern tatsächlich bleibt es dran. Wir sind schon so viel also Straßen gefahren, die wirklich hobbelig sind, ne? Und es ist nicht ein einziges Mal runtergefallen, also einwandfrei, sind wir auch sehr zufrieden damit. Also für mich ist das sowieso sehr gut. Ja, dann haben wir diesen Schutz, das zeige ich nachher nochmal drin, für das Gas, wenn man was kochen will drin und die Tür aufhaben will, damit die Gasflamme nicht ausgeht. So, und dann haben wir uns jetzt auch noch endlich das Tablet von, oder Tablet, was auch immer, wie man es bezeichnen möchte, von Steel gekauft.
Da gibt es auch immer so ein schönes Täschchen dazu, dass man das ordentlich wieder verpacken kann. Und das hat zwei, wie nennt sich das, die Magnete? 22 Kilo Haftmagnete. Haftkraft. Ja, Haftkraft. Also das ist ordentlich, da muss man aufpassen, das muss man langsam anbringen, von unten nach oben. So, und dann hat man hier ein wunderbares Tablett, wo man alle möglichen Sachen draufstellen kann, Getränke, was auch immer man gerade irgendwo, wenn man mal steht und quatschen will, sich draufstellen will. Also das ist auch super, das hat mir schon immer gefallen, jetzt endlich haben wir es. Und hier unten drunter sind dann auch Haken und da kann man dann auch so Handtücher oder sowas anhängen, was auch immer man gerade eben anhängen möchte. Ja, dann haben wir uns noch gekauft die Magnete. Das zeige ich auch euch nachher von innen, wo wir dafür Verwendung haben. Die sind auch richtig ordentlich. Also da muss man echt aufpassen. Da hängt alles dran, wenn man die irgendwo hinlegt und irgendwas Magnetisches in der Nähe ist. Zack, sind die Dinger dann dran. Also die sind echt krass. Die haben uns auch geholt. Dazu halt immer so Plättchen. Und dann kann man halt verschiedene Sachen überall anbringen. Zeigen wir euch nachher auch nochmal. So. Dann haben wir hier noch die Haken. Da müssen wir mal gucken, ob wir da noch mehr bestellen. Die sind für die Schiene, für die Airline-Schiene in der Markise. Und da kann man die reinhängen und dann kann man Handtücher oder Klamotten, was auch immer, kann man dann aufhängen. Ja, die haben wir auch noch welche geholt. So, und dann haben wir ja das Teil. Und das haben wir euch ja in einem anderen Video schon nochmal gezeigt. Also das ist auch genial. Kannst du draußen deine Klamotten anhängen. Jacken zum Auslüften oder andere Sachen. Kannst Wäsche trocknen, alles. Und das ist auch ein richtig cooles Produkt, finden wir. So, dann gehen wir mal jetzt rein, dann zeige ich euch nochmal die Produkte von innen, die wir also dann nutzen auch, die ich euch hier gezeigt habe und dann nehmen wir euch nochmal mit ins Wohnmobil. So, und jetzt will ich euch nochmal das Gewürzregal zeigen, also das ist vom Timo, von Stihl, die Platte. Die hat genau dazu gepasst und das halt, das Gewürzregal, das habe ich tatsächlich bei Amazon gekauft. Ich glaube, ich habe das auch in unserem Shop verlegt, was heißt unseren Shop, in unserem Amazon-Partner-Net-Shop. Unter den Videos findet ihr immer einen Link dazu hinterlegt und das hat genau gepasst und das kann man hier super dann ranmachen, weil auch diese Magnettafeln sehr intensiv sind, also die halten super und das ist fest, da tut sich nichts hier. Das kann man tatsächlich wirklich dran lassen und jeder Holperweg hat jeden Holperweg überlebt. Oder aber ihr könnt zum Beispiel dann auch, wenn ihr das nicht so handhaben wollt oder mal anders nutzen wollt, kann man auch wieder hier die Magnethaken umsetzen von einem zum anderen und kann da auch mal was ranhängen. Also wie man es gerade nutzen möchte, ist also individuell einsetzbar. Und das gefällt mir bei der Geschichte so gut. Ja, und was ich noch vergessen hatte vorhin, war ja unsere tolle Zebra-Rollenhalterung. Auch natürlich von Stihl. Wir machen heute Werbung für Stihl, aber das ist einfach toll, das Zeug, und dafür kann man einfach mal oder muss man sogar mal Werbung machen, gerne Werbung machen. Ja, auch Magnettafel, eine schmale, das ist so die gleiche wie hier auch beim Gewürzregal. Und dann kommen halt diese Magnete hier ran und die sind auch sehr fest und individuell eben auch verschiebbar. Es gibt ja so verschiedene Größen von Zebra-Rollen. Und ihr habt das ja mal gesehen, bei uns flogen die ja immer rum, da habt ihr euch ja, habt ihr euch ja lustig gemacht drüber immer, über unsere Zebra-Rollen und nichts mehr mit lustig machen. Ordnung im Mobil ist jetzt angesagt.
hier haben wir jetzt zum Beispiel so ein Hakenpad dran gemacht. Und da kann man halt mal sehen, wo man diese überall rankleben kann. Und wir machen das zum Beispiel am Abend, wenn ich die Jacken irgendwo hinhängen möchte. Und dann hängen wir die einfach hier ran. So, da können die einwandfrei hängen. Und wenn ich sie morgens, können sie ja dann hier hängen. Und da hänge ich sie dann um. Aber wenn dann nachts dann jemand mal auf Toilette muss, dann stören die Jacken hier. Und dann hänge ich die halt einfach morgen um. Und genauso ist das mit dem Teil. So, und jetzt kann man auch zum Beispiel hier die Haken, wir haben jetzt hier so ein Pad dran, kann man die Haken auch mal hier ranhängen. Und abends hänge ich zum Beispiel gerne so mein Täschchen hier ran oder andere Sachen kann man dann hier mal abends ranhängen, wenn man das Bett freiräumt, weil wir haben auch ein bisschen was auf dem Bett zu liegen. Das ist bei uns halt einfach so, weil wir ja auch viel Technik mit dabei haben. Und dann wird das Abend alles schön ordentlich beiseite gehangen und schon ist da Ordnung drin. Also ich finde es gut. So, und hier will ich euch mal zeigen, ist unsere Kruschelkiste. Da ist Brille, Tabletten und ach, was alle Mamas brauchen, einfach mal, was man so reintun kann, was auf dem Tisch sonst rumfliegt. Und da habe ich auch so ein Pad unten drunter gemacht und hier innen drin habe ich so ein von diesen kleinen Magneten reingelegt. Das ist, da ist so eine Metallschiene unten dran, da haften die dann ganz gut dran. Da habe ich die reingelegt und schon rutscht das nicht. Also das hält beim Fahren und dann kann man, rutscht das nicht hin und her. Und genauso habe ich es mit der kleinen Vase gemacht. Da habe ich hier unten auch so ein Magnet dran gemacht und so ein Pad hier hin. Und da kann man auch mit einer richtigen Vase machen. Ja, und dann hält das einwandfrei und dann kann man das hier hinstellen. Das sind alles so kleine Sachen, aber die irgendwo, man freut sich, wenn man die benutzt, weil es einfach so ein bisschen Bereicherung ist. Es macht alles einfacher irgendwo. Das finde ich schön. So, und dann wollten wir euch noch mal kurz das Teil zeigen mit dem Windschutz. Das hatten wir euch ja schon mal im Video gezeigt. Das ist eigentlich ganz einfach. Hier ist eine Klemme dran und die macht man an den Deckel hier ran. So, und dann hat man hier einen Windschutz und kann auch bei offener Tür halt kochen, ohne dass die Flamme ausgeht. Wunderbar. Und da ich ja viel koche im Wohnmobil, ist das für mich natürlich ein gutes Feature. Ja. Ja, liebe Videofreunde, das waren so unsere Produkte, unsere kleinen Produkte, die uns große Freude bereiten. Ja, wir sind jetzt auch nicht so die Van-Lifer oder Van-Fahrer, wie auch immer, Wohnmobilisten, die es immer super ordentlich in ihrem Mobil haben. Das geht schon durch unseren Hund halt immer gar nicht. Also ich versuche schon weitgehend Ordnung zu halten, aber bei uns ist es halt eben auch lebendig, weil wir hier drinnen leben. Wir sind nicht so durchgestylt wie viele andere. Ich bin schon in Vans reingekommen, da ich gedacht habe, boah, ich bin hier auf der Messe im Studio oder so. Also so leben wir nicht. Es ist bei uns schon also vom Leben gekennzeichnet auch ein bisschen. Und jemand schrieb mal zu uns, wir wären chaotisch. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann sind wir für dich halt eben chaotisch. Das ist uns ja auch egal. Aber uns würde mal jetzt interessieren, wie lebt ihr denn so? Seid ihr sehr ordnungsliebend? Muss das alles Ton in Ton sein, farblich passend und immer sehr, sehr ordentlich aussehen? Oder lebt ihr auch mehr so, ja, leben lassen und auch nicht immer alles hundertprozentig schick und ordentlich haben. Wie seid ihr denn so unterwegs? Uns würde das mal interessieren. Ja, der Michael zeigt euch noch im Anschluss ein Video. Und zwar, das soll er euch jetzt selber sagen. Gib mal her. Also wir haben mal wieder ein Problem mit unserem Auto, ist nichts Schlimmes, ist auch ein bekanntes Problem bei Fiat Ducato und den baugleichen Autos. Und zwar geht die Lüftung hier vorne nur auf Stufe 4, 1, 2 und 3 geht nicht mehr. Und ich weiß, wo das Problem ist, es ist nichts Großes. Und ich zeige euch dann, falls ihr auch mal so, euch das auch passiert, was man da machen kann. Ist also keine große Sache, aber wie gesagt, bekanntes Problem bei Fiat.
So, das gibt's dann im Anschluss und dann sagen wir jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund, ihr Lieben. Ja, genau. Krank sind wir schon.